Was für mich immer wichtig war, grundsätzlich an meinem Beruf, ist Neugier. Also man muss immer so die Neugier bewahren, dass man Menschen trifft, die Dinge tun, die man nicht versteht. Aber was ganz sicher ist, ist, dass die Betreuung besser geworden ist, dass man sich die Dinge genauer angeschaut hat, dass man immer mehr herausgefunden hat, dass eben ein Kamm nicht für alle passt. Aber das ist schon ein wesentlicher Punkt, Menschen einen Raum zu bieten, auch wenn er klein ist und wenn er beengt ist, aber einen Raum, in dem man sich sicher fühlen kann. Sehr viel, was wir in der Sozialarbeit als Leistung haben, ist, Dinge zu übersetzen. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger. Und ich bin Schwester Helena Fürst. Unser letzter Nachbarschaftsbesuch ist schon einige Folgen her. Heute ist es aber wieder mal soweit. Wir haben uns in der näheren Umgebung unseres Klosterstandortes in Linz begeben und Kontakt mit einer Einrichtung aufgenommen, die sich nach unserer gemeinsamen Straßenbezeichnung benannt hat. Rund 200 Meter östlich von uns befindet sich in dieser Straße die Adresse Bethlehemstraße 37 und davon abgeleitet das B37. Der Sozialverein B37 hat mittlerweile mehrere Standorte in Linz. Hier in unserer Nachbarschaft wohnen aber insbesondere psychisch kranke und wohnungslose Menschen, die Unterstützung am Weg zurück in ein normales Leben brauchen. Mit dem Leiter dieser Einrichtung sitzen wir heute hier in unserem Podcaststudio zusammen und werden mit ihm sowohl über das B37, über die Menschen dort, als auch über unsere Nachbarschaft reden. Lieber Herr Wögerath, herzlich willkommen in unserem Podcaststudio. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich da sein darf und auch meine Nachbarn kennenlerne. Das ist für mich auch sehr schön. Sehr gut. Thomas Wögerath ist diplomierter Sozialarbeiter und kennt das psychosoziale Wohnheim in der Bethlehemstraße 37 wahrscheinlich wie kaum ein anderer. Schließlich arbeitet er hier schon seit 1997. Zuerst als Sozialarbeiter, mittlerweile auch als Leiter dieser Einrichtung. Darüber hinaus unterrichtet er an der Fachhochschule Oberösterreich im Studiengang Soziale Arbeit. Thomas Wögerath ist 54 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Linz. In seiner Freizeit widmet er sich gerne dem Musikhören, er spielt Badminton und liest auch sehr gerne. Lieber Herr Wögerath, danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wenn man die Bethlehemstraße entlang geht, dann fällt das Haus Bethlehemstraße 37 nicht wirklich auf. Man hat den Eindruck, das wäre ein Wohnhaus wie fast jedes andere. Jetzt haben wir gerade gehört, dass sich hinter der Fassade ein psychosoziales Wohnheim befindet. Können Sie uns etwas erklären, was man sich darunter genau vorstellen kann? Ja, gerne. Psychosoziales Wohnhaus ist eine Wohneinrichtung für wohnungslose Menschen mit psychiatrischen Problemen und zum Teil auch Suchtproblematiken. Der Name kommt eben aus dem, auch zum Teil aus dem oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetz. Das ist etwas sperrig. Die meisten Leute sagen nur B37 dazu, wobei Sie haben das ja schon gesagt, das stimmt nicht ganz, das ist der ganze Verein. Wie gesagt, was man sich darunter vorstellen muss, ist ein Wohnheim mit 123 Wohnplätzen, also relativ groß. Es ist für mich schön zu hören, dass von außen nicht so auffällt, weil das ist auch nicht unbedingt unser Ziel, dass wir sehr auffällig sind. Ja, wie gesagt, dort gibt es eben die Möglichkeit für 123 erwachsene Menschen einen Wohnplatz zu kriegen, rechtlich gesehen einen Übergangswohnplatz im Rahmen des oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetzes. Ja, und wir versuchen halt dort mit jedem Menschen, der zu uns kommt, der unser Angebot in Anspruch nimmt, so bedarfsgerecht und individuell wie möglich zu schauen, dass wir eine Verbesserung im Leben zustande bringen. Wie auch immer die dann ausschaut. Das ist ja das Schöne, wenn man in so einem Beruf mit Menschen auch zu tun hat, dass wenig gleich ist, dass immer sehr viel Verschiedenes vorkommt, kein Menschen gibt es zweimal und so ist auch die Problemlage immer ein Stück weit eine andere. Was alle eint ist, dass es Menschen sind, die aufgrund ihrer Besonderheit, aufgrund ihrer, kann man auch Krankheit sagen, aufgrund ihres Verhaltens einfach
es nicht geschafft haben, in der Gesellschaft Fuß zu fassen und deswegen halt tatsächlich auf einen Wohnplatz angewiesen sind, um eben nicht auf der Straße zu sein. Das ist das, was wir als gemeinsame Nenner irgendwie sagen können. Die Wege, wie man zu uns kommt, sind viele. Das ist wie gesagt, genauso individuell wie das Persönlichkeitsprofil. Ja, und wir versuchen dann, auf die Problemlagen einzugehen, zu schauen, wo braucht es Unterstützung, wo braucht es Hilfe, wo muss man was fördern, was schon da ist, wo muss man auch mal was ersetzen, was unwiederbringlich verloren ist. Ja, und so hoffen wir, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen für alle Beteiligten. Wenn Sie von wir reden, also meinen Sie vor allem Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehme ich mal an, wie viele sind denn das und was bringen die für einen Hintergrund mit? Also bei mir direkt im psychosozialen Wohnheim jetzt in meiner Verantwortung sind es 36 Personen mit einem ganz, ganz breiten, natürlich aus dem Sozialbereich, Sozialberufe, also das ist einerseits Sozialarbeit, aber auch ganz viel Sozialpädagogik, Behindertenpädagogik, also sehr viel verschiedene Zugänge zum Bereich. Und wir betreiben ja einen Pflegebereich mit um die 30 Plätze im direkten Pflegebereich. Da natürlich auch die Fachkräfte für die Pflege, von der Diplomkraft bis zur Altenfachbetreuung, was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir da eben so tolle und engagierte Mitarbeiter auch gefunden haben, auch in einem schwierigen Arbeitsmarkt momentan, also der ganze Sozialarbeitsmarkt ist ja schwierig. Genau, und das sind wir und jeder macht sein Teil, jeder macht sein, das geht vom freiwilligen sozialen Jahr am Schluss zum psychologischen Dienst und jeder leistet seinen Beitrag und das als Gesamtpaket zu haben, ist halt genau das, was am Schluss die Möglichkeit bietet, ein individuelles Angebot in einer Institution zu schaffen. Und wie sind Sie dazu gestoßen? Ich habe ja vorher in Ihrer Vorstellung gesagt, 1997, also doch schon einige Jahre aus. Ja. Waren Sie da schon Sozialarbeiter, diplomierter Sozialarbeiter oder war das Nein, vorher noch? War in meiner Ausbildung im Prinzip. Ich war vorher Zivildiener im Sozialbereich und habe mich dann dazu entschieden, dass ich mir das beruflich eben das machen möchte und habe dann schon die Anstellung im Sozialverein bis 37 Edo in der Bethlehemstraße gefunden und habe dann mein Studium berufsbegleitend gemacht. Genau. Was muss denn wer mitbringen, der zum Beispiel jetzt in so einem Wohnheim arbeiten möchte? Grundsätzlich einmal eine doch fundierte Ausbildung, würde ich schon sagen. Weil es einfach auch schwierig ist, gerade mit psychisch erkrankten Menschen, ist es schon auch wichtig, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Ansonsten, ja, grundsätzliche Zuneigung zum Menschen, würde ich sagen. Hohe Flexibilität. Das heißt, Wohnbereichsarbeiten heißt da immer, es kann alles immer passieren. Es ist nie klar, Planung ja, aber das Leben schreibt halt Geschichten und 123 Leute in einem Haus, auf relativ engen Raum. Das heißt, man muss damit rechnen, es wird immer irgendwas passieren, mit dem wir vorher nicht gerechnet haben. Und eine gute Portion Humor, sicher Geduld. Und ja, und eine Offenheit immer für das, dass Dinge geschehen und dass man dann immer schauen muss, was macht man denn aus dem, was gerade ist. Und es ist halt nicht wie in einer Beratungsstelle, wir sind ja direkt im Wohnbereich, also die Menschen sind da, denen ist heiß, dann haben sie, wie es heute ist, dann hat man sich vorgenommen, man macht ein Gespräch und dann hat es aber 36 Grad und der andere schwitzt nur und dann wird man kein Gespräch. Oder heute über was anderes reden. Also, ja, das ist und was für mich immer wichtig war, grundsätzlich an meinem Beruf, ist Neugier. Also, man muss immer sich die Neugier bewahren, dass man Menschen trifft, die Dinge tun, die man nicht versteht und die Neugier hat, warum geschieht das jetzt und nicht nur,
Also nicht gleich zu sagen, das ist falsch oder so, sondern einfach mal die Neugier zu haben, warum? Was ist jetzt eigentlich, was geschieht da gerade? Und diese Offenheit, sie zu bewahren und dann versuchen, darauf zu reagieren. Das ist das, was mir wichtig ist. Ansonsten, kann ich das gar nicht so genau sagen. Menschen bewerben sich, man hat ein Bewerbungsgespräch und dann ist es gut. Und wenn es gut ist, dann passt es. Bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lang bei Ihnen? Also eigentlich schon. Ja, vielleicht eine blöde Frage. Nein, gar nicht so. Ich höre das immer wieder. Also ich glaube, dass wir für den Sozialbereich sogar wirklich sehr lange Verweildauern haben. Wobei das natürlich einmal sehr unterschiedlich ist. Aber ich habe doch jetzt da nur immer Kollegen, mit denen ich jetzt schon 20 Jahre und länger zusammenarbeite. Also wir sind schon zum Teil lange da. Andere haben gerade erst angefangen, da weiß ich es noch nicht. Da hofft man es dann. Nein, grundsätzlich glaube ich schon, dass das uns gelingt jetzt da, dass wir schon ein Arbeitsumfeld haben, wo die Leute zumindest ansprechend Zeit bleiben können. Und auf der anderen Seite, wie lang bleiben die Bewohnerinnen, Bewohner, Klienten, ich weiß nicht, wie Sie sagen? Da gibt's eine veritable Diskussion um das Thema. Ja, Kunden war mal ein vorgeschriebener Begriff. Wir haben das lang diskutiert und ich habe das dann einmal besprochen mit einem von unseren Kunden, Klienten, Bewohner, wie auch immer. Und der hat mir dann gesagt, wisst, wie ihr da sagt, es ist mir egal, du sagst Karl zu mir. Ich dachte, okay, gut. Also es ist mehr akademische Diskussion. Nein, wir begnügen uns dann oft wirklich mit den Namen. Die Leute. Das mit wie lang bleiben die Leute ist oft sehr schwierig. Das hängt eben sehr stark von der individuellen Geschichte ab. Also es ist durchaus so, dass es gerade im Psychiatriebereich manchmal auch sehr kurze Wohnepisoden gibt, einfach auch aufgrund der Gedankenwelten und der Krankheitswelten, die sich da auftan. Und es ist ja immer nicht nur leicht. Es gibt auch im Suchbereich immer wieder sehr, sehr schnelle Abbrüche. Aber es gibt immer Menschen, für die man in unserer Möglichkeit, bei uns zu bleiben, auch mit dem Umfeld, das es ja gibt, für manche der letzte Hoffnung sein, um überhaupt leben zu können. Das heißt, es gibt da Menschen, die beenden ihr Leben bei uns. Also es ist schon so, dass man im Jahr so 6 bis 10 Sterbebegleitungen mehr oder minder auch machen mit Leuten, wo halt zum Teil. Also ich glaube, das letzte Jahr, der letzte Sturm ist, der schon da war, wie ich gekommen bin. Also es gibt da Menschen, für die ist das der letzte Hoffen, die letzte Chance. Und das ist nicht unser Ziel, gar nicht. Aber manchmal geht es nicht anders. Aber Ziel ist, dass die Leute wieder rauskommen in eine eigene Wohnsituation, in ein eigenes, geregeltes, mehr oder weniger selbstständiges Leben. Oder in eine andere Institution. Ja, genau. Also das wäre jetzt schon das ganz hohe Ziel mit dem eigenen selbstständigen Leben im Ding. Also da sage ich, auch. Freilich, das wäre natürlich das Beste und das ist natürlich, ich sage immer so, am Anfang, wenn Menschen kommen, dann muss man sie kennenlernen, dann muss man mal schauen, okay, wie kann man denn die Lebenssituation an sich verbessern? Und dann ist es ja immer gut, wenn man dieses grundsätzliche Ziel, das ja ehrenwert ist, den Leuten nicht überstülpt, sondern sie mal fragt, was sie denn gern hätten. Und die meisten wollen das dann eh. Aber es gibt da ganz viele, die sagen, das möchten sie eigentlich nicht. Sie möchten schon betreut sein oder die Sicherheit einer Betreuung haben, aber natürlich muss das dann kein Wohnheim sein. Also es ist durchaus auch betreute Wohnungen, andere Einrichtungen, je nachdem, was dann auch notwendig ist, Pflegeheim oder eine WG, wo man dann gemeinsam erleben kann, wo eben diese Unsicherheit des Alleinseins nicht besteht. Weil es ist halt schon diese, wenn man sozial in einer Gesellschaft nicht integriert ist und auch selber aufgrund seiner Eigenheiten nicht sehr gut drin ist, soziale Kontakte zu knüpfen, dann ist man in einer eigenen Wohnung ganz schnell ganz einsam. Mhm. Und da geben oft Institutionen schon Sicherheit. Aber das müssen natürlich keine rund um die Uhr betreuten Wohnheime sein.
Und unser Ziel ist dann, mit Menschen halt dorthin zu kommen, wo sie sich auch wohlfühlen und wo sie sich auch vorstellen können, vielleicht einen Schritt weiter, wie sie sich am Anfang vorstellen können. Und ja, und dann halt einfach für Verbesserung zu sorgen und für ein schönes Leben. Und sehr häufig ist es einfach schon nur betreut. Also so betreute Wohnformen, Einzelwohnungen, Wohngemeinschaften, ja, andere Institutionen, wo zum Beispiel die Wohnsituation ein wenig entspannter ist, wo es mehr Platz gibt, weniger andere Leute. Das ist dann sehr individuell, was Leute auch mögen. Also ich habe auch schon gehabt, dass bei Erstgesprächen, beim Eingang in die Einrichtung, dann wer gesagt hat, aber bitte kommt's mir nicht wieder mit dem Wohnen, das habe ich dreimal probiert, wir haben es dreimal delogiert, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag das nicht mehr. Mhm. Und dann muss man das auch mal akzeptieren können. Okay. Und andere wollen eine Wohnung, dann helfen wir da. Also das ist wirklich, wirklich sehr. Andere Leute wissen nicht, was wollen. Da ist der Prozess einmal überhaupt rauszufinden, was will ich denn? Also das ist ja auch schon ein ganz großer Schritt, ne, mal zu sagen zu können, okay, ich kriege mein Leben, ich kriege meine Krankheit einmal so weit in den Griff, dass ich irgendwann einmal sagen kann, was ich eigentlich möchte. Mhm. Und nicht nur irgendwas sage, was die Gesellschaft von mir erwartet, sondern wirklich einmal auf was komme, was ich wirklich möchte. Also was man, ja, das ist immer das Schöne an der Arbeit, solche Dinge herauszufinden. Und, ja. Sie haben jetzt von Krankheit geredet, und das heißt ja psychosoziales Wohnen. Also das ist ja eigentlich etwas anderes als zum Beispiel ein Obdachlosenheim oder eine Notunterkunft. Ja. Gibt es gewisse Kriterien, die quasi erfüllt werden müssen, damit jemand bei Ihnen einen Platz findet? Ja, die gibt es natürlich. Also es ist schon so, dass man, also rein formal muss man einen rechtmäßigen Aufenthalt in Oberösterreich haben. Da gibt es ja einige Wege, wie man das erreichen kann, aber der muss halt gegeben sein. Dann muss man sozialhilfefähig sein. Das heißt, man muss in irgendeiner Form einkommensberechtigt sein, was sehr häufig korrespondiert mit dem rechtmäßigen Aufenthalt. Dann ist es für unsere Einrichtung, nachdem wir das ja nach dem Chancengleichheitsgesetz mit einem Leistungsvertrag abrechnen, muss es natürlich schon eine psychische Grunderkrankung geben. Mhm. Wobei das durchaus weit gefasst ist und wir da schon einen Spielraum haben, wobei man auch sagen muss, gibt es eh genug, also es ist jetzt nicht das Problem. Und die Wohnungslosigkeit, genau, also das ist schon nach wie vor ein Thema, wo es eben darum geht, dass man ja, nichts mehr hat, wo man hin kann, wenn man wohnungslos ist und eben auch dementsprechend eine psychiatrische Grunderkrankung. Wobei da ja eher breites Feld gegeben ist. Also wir betreiben ja auch Wohnheim in der Wohnungslosenhilfe selbst, ohne psychiatrische Diagnose. Das wäre dann die Alternative, wenn das eben nicht gegeben ist. Jetzt haben Sie gerade eine andere Einrichtung angesprochen, von B37. Sie haben vorher auch schon gesagt, das B37 war ursprünglich nur dieses eine, genau, in der Bethlehemstraße 37. Was gibt es denn da mittlerweile noch alles in diesem Sozialverein? Ja, im Schnelldurchlauf gesagt, gibt es, wenn wir so im Stufenmodell anfangen, in der nachgehendsten Form ist es das Streetwork, mhm, also das Obdachlosen-Streetwork, wo man tatsächlich für Erwachsene ist Streetwork jetzt nicht so die gängige Methode, aber wir betreiben das eben, also wo Kollegen und Kolleginnen auf der Straße präsent sind und auch im Büro gewisse Angebote noch setzen. Das heißt, das ist so sehr nachgehend. Da besucht man Leute auf der Straße. In Linz? In Linz, ja. Wir sind nur in Linz tätig, der ganze Verein. Und dann haben wir eine Notschlafstelle. Also das ist dieses klassische Notschlafstellensystem, wo man am Abend kommen kann, dann übernachten. Allerdings auch sehr gut eingerichtet und betreut. Auch tagsüber betreut von Sozialarbeit, wo es Termine gibt. Also das ist schon sehr, aber es ist halt nur klassische Notschlafstelle. Dann haben wir eben das Übergangswohnen im Wohnungslosenhilfebereich und im Psychiatriebereich. Dann haben wir ein eigenes Wohnheim für Menschen nach einer Therapiesituation, also wo man vor allem Alkoholtherapie 2 Jahre dann noch trocken
in einer therapeutisch betreuten, sozialarbeiterisch betreuten trockenen Wohneinrichtung wohnen kann. Dann haben wir einen ganz großen Teil auch die mobile Wohnbetreuung, wo wir von alle Orten von Wohnbetreuung anbieten, in der eigenen Wohnung, in Wohnungen, die wir angemietet haben, in Wohngemeinschaften, sowohl im Wohnungslosenhilfe als auch im Psychiatriebereich. Also das ist auch mittlerweile zum Glück ein sehr großer Teil in diesen freieren Wohnformen. Ja, und was haben wir dann noch beim Wohnen? Ja, genau, ganz neu, Wohneinrichtung für aktiv Drogenabhängige, also intravenös drogenabhängige Personen, auch, die nur aktiv konsumieren. Das ist unsere letzte Neuerung sozusagen, gerade erst aufgemacht heuer. Ja, und dann gibt's nur, was nicht Wohnen ist, einen psychologischen Dienst, wo man die Angebote von aller Form von klinisch-psychologischer Betreuung und Diagnostik und Gespräch anbieten. Dann gibt's nur fähigkeitsorientierte Tätigkeit, Tischlerei, Kunst und Gartenarbeit. Ich glaube, wir machen es auch noch ein wenig. Also vielfältig auf jeden Fall. Und alle Kollegen, die es vergessen haben, mag ich mich entschuldigen. Und natürlich, und das darf nie unerwähnt bleiben, und das, glaube ich, ist oft was passiert, wenn man solche Einrichtungen betreibt, dann reden wir von den Einrichtungen, die man betreibt und von den Mitarbeitern. Aber ganz, ganz wichtig ist, da braucht es ja noch ganz viele Mitarbeiter in der Technik, in der Reinigung, in der Betreuung, ohne die könnte man gar nichts machen. Also diese ganzen Handwerker, Reinigungskräfte, die Menschen, die das auch physisch am Leben erhalten, die sind auch ganz, ganz entscheidend. Ohne die ging es genauso wenig und am Schluss ging es auch nicht ohne der Verwaltung, ohne Menschen, die unsere Löhne verrechnen, unsere Geschäfte führen. Auch die, also da gehört natürlich nur alle diese Dinge dazu, die zum Gelingen notwendig sind. So wie wahrscheinlich in einem Krankenhaus auch. Die vielgeliebte Verwaltung. Ja, aber sie ist auch notwendig. Und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil ich glaube, dass die Kollegen oft ein wenig zu kurz kommen. Und ich möchte das jetzt da extra betonen, dass die ganz wichtig sind für uns auch und dass wir die ganz, ganz sehr auch brauchen. Und, oh, genau. Das sind so unser Leistungsangebot. Also das heißt, vom Streetwork bis zu sehr spezialisierten Wohnangeboten, von Alkoholberatungsstelle betreiben wir auch noch. Jetzt hätte ich doch fast was vergessen. Aber das heißt, das hat sich eigentlich dieses Angebot an Beratung und Betreuung in B37, also im Sozialverein B37, aber insgesamt in den letzten Jahrzehnten ziemlich ausgeweitet, ziemlich diversifiziert, also ausdifferenziert in verschiedenen Fachbereichen. Sind die Menschen, die das brauchen, einfach so viel mehr geworden oder wird einfach die Betreuung besser? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also zum Ersten, ob die Menschen tatsächlich mehr werden, das ist eine schwierige Frage. Das müsste man wahrscheinlich irgendeinem Sozialwissenschaftler fragen. Möglich ist es. Ich glaube durchaus, dass unsere Gesellschaft genug Belastungsfaktoren bietet, die sowas rückschließen lassen, dass ein bisschen mehr Leute scheitern. Hoherer Spezialisierungsgrad. Aber was ganz sicher ist, ist, dass die Betreuung besser geworden ist, also, dass man sich die Dinge genauer angeschaut hat, dass man immer mehr herausgefunden hat, dass eben auch KAM nicht für alle passt, dass man da differenziert hat, dass die Ausbildungen besser geworden sind. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja nur keine althergebrachte, lang dienende Wissenschaft ist. Das ist Sozialarbeit und vor allem Wohnungslosenhilfe ist ja doch noch nicht so alt. Also die Entkriminalisierung der Wohnungslosigkeit ist ja gerade einmal in die 70er Jahre gewesen. Vorher hat ja professionelle Wohnungslosenhilfe gar nicht existieren können, weil Wohnungslosigkeit ja strafbar war. Also das ist ja erst in die Justizreformen der 70er Jahre straffrei gestellt worden und erst dann hat Wohnungslosenhilfe angefangen. Ist zwar jetzt auch schon eine gute Zeit, aber es ist natürlich ein wachsender Bereich. Nicht? Und wie in vielen halt auch ein Bereich, der sich spezialisiert. Ich denke, jetzt sitzen wir gerade in einem Krankenhaus, da haben wir ja einen weiten Weg gehabt vom Bader, der mit seinem Wagerl über Land gezogen ist, bis zu Fachärzten, deren Namen ich wahrscheinlich gar nicht mehr kenne. Ja, so glaube ich, ist es bei uns auch.
Natürlich haben wir viele Menschen vereinen dann ja viele Problematiken in einem sozusagen. Von daher ist unsere Ausbildung in der Sozialarbeit schon noch sehr breit und an vielen. Aber ja, ich denke, das Angebot ist einfach besser geworden für die Menschen und glücklicherweise ist das auch momentan in Österreich nur realisierbar. Ja. Das ist gut, ja. Kann es auch sein, dass eben ein Kunde oder Bewohner verschiedene quasi Standorte oder verschiedene Punkte durchläuft? Zuerst hat er Kontakt mit den Streetworker, irgendwann kommt er zu ihnen und dann wechselt er in ein betreutes Wohnen? Oder ist das wie so punktuell, man ist ein Ort dabei und dann anders in eine andere Institution? Nein, das kommt ganz häufig vor, was Sie gesagt haben. Also oft ist es so, dass ein Erstkontakt über Streetwork oder Notschaffstelle ist, dass man dann immer mal die Menschen kennenlernt, dass sie dann intern auch weitervermittelt werden. Und wir dann zum Beispiel schauen, ob man nicht über die mobile Wohnbetreuung dann eine nette Wohnlösung finden. Also das ist durchaus in unserem Konzept so gedacht. Gibt aber auch die ganz punktuellen Sachen, wo wirklich wer einfach einmal das eine Angebot kurz braucht und nichts weiter passiert. Das ist sehr individuell, ja. Aber ja, dieses Stufenmodell, das ist natürlich auch retour. Auch das gibt es, also Menschen, die dann halt in einer betreuten Wohnung wohnen und dann halt in der Krankheit fortschreiten und dann wieder uns brauchen, weil die Krankheit schlimmer geworden ist. Auch das geht. Also wir sind da schon durchlässig in alle Richtungen. Gibt es sogenannte No-Gos, also wenn jemand bei Ihnen wohnt, dass er irgendwas anstellt, wo dann gesagt wird, nein, mit dem Verhalten oder was eben, können Sie nicht bei uns bleiben? Also gerade für uns, für die Einrichtung ist es im Wesentlichen Gewalt. Also das heißt Gewalt gegenüber anderen Bewohnerinnen. Denkst Bewohnerinnen, sage ich, wenn ich nicht drüber nachdenke. Und Betreuungspersonal führt zur Beendigung. Das ist ganz wichtig, weil das auch einen Schutz für alle anderen bietet, ganz einfach. Weil das ist schon ein wesentlicher Punkt, Menschen auch einen Raum zu bieten, auch wenn er klein ist und wenn er beengt ist, aber einen Raum, in dem man sich sicher fühlen kann. Das ist für mich schon ganz, ganz wichtig. Und freilich ist es individuell für den Menschen, der Tat setzt, schlimm, aber für alle anderen ist es gut. Und es geht nicht immer nur um den einen. Also Gewalt ist ein No-Go. Mhm. Und intravenöser Drogenkonsum im Haus ist ein No-Go. Da haben wir jetzt eine eigene Einrichtung auch deswegen auch geschaffen, weil wir schon den Bedarf sehen, aber bei uns im Haus können wir es einfach nicht machen. Ja, generell halt, ja, der Rest wären dann so Dinge wie Fußboden anzünden und Lagerfeuer machen, Möbel aus dem Fenster schmeißen. Mhm, okay. Ja, also schon so Verhaltensweisen, wo man halt sagen, okay, das können wir nicht tolerieren und ja. Wenn man das auch nicht verhandeln, einstellen oder sonst wie kann, dann muss man auch mal sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr. Beziehungsweise wann der pflegerische Bedarf, das ist jetzt kein No-Go, das ist jetzt, ist aber auch immer wieder Thema, da geht es rein um ein Ressourcenproblem. Wenn der pflegerische Bedarf einfach einmal eine Grenze überschreitet, die man nicht mehr leisten kann, dann muss auch eine andere Lösung gefunden werden. Das ist ein kein Pflegeheim, weder in der Ausstattung von der Einrichtung an sich, nur auch in der personellen Ausstattung. Wir können Pflege leisten und das macht man, glaube ich, sehr gut. Und meine Mitarbeiterinnen sind da echt toll. Aber es geht halt einfach nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann muss eine andere Lösung gefunden werden. Ja, das sind so die No-Gos. Schwester Helena hat in der Einleitung schon gesagt, die Elisabethinen und das B37, das sind ja nicht weit auseinander. Also so ungefähr 200 Meter würde man schätzen. Und es gibt da im Kretzel, könnte man sagen, noch ein paar andere, die sich auch in irgendeiner Form dem Sozialwesen widmen. Also es gibt da halt ein Pflegeheim und so weiter. Ist das aus Ihrer Sicht irgendwas, liegt es an dem Kretzel, dass sie das da so ballt? Oder passt es einfach gut zusammen oder ist das zufällig entstanden? Kann ich jetzt schwer sagen. Also es ist sicher, ich würde mal vermuten, die Elisabethinen waren die Ersten. Ja. Ganz bestimmt, ja. Glaube ich auch. Ja, die ansonsten das Pflegeheim,
Carl Borromeus hat es auch schon gegeben, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Also unser Haus ist ja so entstanden, dass das war die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse. Das ist dann von der Heilsarmee gekauft worden. Und die Heilsarmee hat dann 1988 die Tätigkeit außerhalb Wiens in Österreich eingestellt und hat das Haus dann wieder veräußert an die Stadt Linz. Und die Stadt Linz hat dann zur Verwaltung dieses Gebäudes einen Sozialverein gegründet. Das ist im Endeffekt jetzt eh der Sozialverein bis 37. Und ja, das ist so passiert. Also ich denke, aber ja, es ist natürlich Innenstadt, es ist auch glücklich. Es ist für uns zum Beispiel in der Sozialarbeit eine sehr günstige Geschichte, dass wir alles so fußläufig haben oder viele Dinge. Also Krankenhäuser, ärztliche Versorgung, ja, für die Leute natürlich auch ein sehr breites Angebot an Kirchen und anderen Glaubensmöglichkeiten, die sie ausüben können, aber auch die Polizei, die Gesundheitskasse, es ist alles irgendwie nicht weit weg. Das hilft uns im täglichen Leben beim Erledigen von Amtswegen. Ja, das glaube ich. Ansonsten, glaube ich, das Gefängnis ist auch schon sehr lange da. Stimmt, auch ganz neu. Das ist, ja. Wie viel Kontakt haben Sie zu den Nachbarn, jetzt so als Einrichtung? Relativ wenig. Also das Mittagessen beziehen wir vom Pflegeheim gegenüber. Also da gibt es einen gewissen Kontakt. Und ansonsten, außer die dienstlichen Kontakte, darüber hinaus eigentlich relativ wenig. Polizei, ja, haben wir viel Kontakt. Aber möglicherweise kommt der eine oder andere Bewohner von Ihnen auch zu uns in die Elisabeth-Ausspeisung oder mal ins Krankenhaus oder? Ja, das auf jeden Fall. Also Krankenhaus ist natürlich, Menschen, die zu uns kommen und bei uns betreut werden, sind doch sehr oft auch sehr krank. Kommt da daher, dass Vorsorge und das alles vernachlässigt worden ist oft sehr lang. Und da kommt es natürlich oft zu Krankenhauseinlieferungen und natürlich auch zu den Elisabethinen. Also da gibt es Kontakt von praktisch jeder Station, von der Dialysepatientin bis über alle anderen Stationen bis hin zu, ja, zum Hospiz. Mhm. Auch das. Ja, die Ausspeisung ist auch gefragt. Das ist eine feine Sache. Das ist natürlich auch nicht weit weg und wird gern genutzt und viel genutzt und wird immer sehr gelobt. Also das ist natürlich ein Kontakt, nur freilich gibt es den Kontakt da, wenn er nicht wahnsinnig oft, aber doch in der Gegenrichtung auch. Also dass im Krankenhaus einmal Personen auch zur Behandlung sind, wo klar ist, dass die nachher der Betreuung brauchen und dann ich halt einen Anruf kriege vom Krankenhaus und mit der Bitte, ob man dann nicht schauen könnte, ob man da was machen kann. Wie schnell geht das, wenn ich jetzt als Pflegeperson anrufe? Bis wer wirklich einziehen kann? Wie lange ist da der Zeitraum so? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Lage gerade ist. Mhm. Also ich bemühe mich oder wir bemühen uns, es relativ schnell zu machen. Also wir wissen ja, wir sind Übergangswohnen. Die Leute, die bei uns anrufen, haben es auch oft wirklich, jetzt besteht gerade der Bedarf. Und wenn jetzt wer anruft und ich weiß, ich bin voll und habe auch jetzt in absehbarer Zeit keinen Platz, dann sage ich das gleich. Mhm. Ansonsten irgendwas zwischen einer und drei Wochen ist so. Naja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Man darf nicht vergessen, 123 Plätze heißt aber auch 123 Leute, bei denen sich ständig was bewegt. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, dass was frei wird, ist natürlich größer, wie wenn wir jetzt 6 Plätze hätten oder so. Mhm. Ne? Und wir machen auch sehr viel Dinge, wo viele andere sagen, das geht nicht und das kann natürlich oft einmal scheitern und dann geht es auch wieder schneller. Also nein, es ist schon realistisch gesehen, es kommt immer zu so einem Erstkontakt und wenn das passt, also wenn das von den Parametern her passt, dann würde ich schon sagen, so 1 bis 3 Wochen, ja, je nachdem. Und in Hospiz haben Sie da auch schon, weil Sie gesagt haben, von der Pflege her können Sie nicht alles leisten, kommt es öfters vor, dass Bewohnerinnen von Ihnen dann Bewohnerin vom Hospiz wird? Öfter nicht, aber es ist schon zweimal vorgekommen. Ja, so lange gibt es Hospiz auch noch nicht, muss man sagen. Ja, aber es war vorher auch schon da im Haus. Die Palliativstation. Genau.
da war, ja, also das kommt schon vor, aber nicht jetzt öfter, das ist jetzt nicht, aber auch das haben wir schon gehabt. Ist eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit und schön, dass es das gibt. Und das, ja. Aber sonst Kontakt, ja. Eben wie gesagt, Ausspeisung und auch so mit dem Krankenhaus halt über die Behandlung, Ärztestationen. Ja. Begleiten Sie da die Bewohnerinnen jetzt zum Beispiel, wenn jemand eine Operation hat oder so? Ja. Nicht immer. Die meisten wünschen sich dann schon. Mhm. Zumindest zu den Gesprächen auch, weil das für Menschen oft gar nicht so leicht ist, diesen Gesprächen zu folgen, zu verstehen, was denn tatsächlich da die Ärztin jetzt gesagt hat. Mhm. Da gibt es dann doch, das ist sehr viel, was wir in der Sozialarbeit als Leistung haben, ist, Dinge zu übersetzen. Es ist ja sehr viel, geht ja schief aufgrund von schwieriger oder fehlgeleiteter Kommunikation zwischen auf Ämtern, auf Behörden, aber auch im Medizinbereich. Und da ist es schon unsere Rolle, auch Menschen zu begleiten, auch zu übersetzen, was meint denn mein Klient jetzt eigentlich wirklich, auch wenn er das in einer Form ausdrückt, die normalerweise jetzt sofort gegen wäre, von der anderen Seite bringen würde, aber man kann dann sagen, na Moment, ist alles gut. Und auf der anderen Seite dann den Menschen erklären zu können, was meint denn diese bemühte Ärztin jetzt eigentlich wirklich und was heißt denn das dann für die? Ja, in Worten, die du auch verstehst und das ist für unsere Arbeit. Ja. Aber auch natürlich begleiten, Angst nehmen, da sein. Oft sind wir für die Leute die ersten Personen in ihrem Leben, auf die sie verlassen können, die da sind, die nicht werten, die einfach helfen und da sind und einmal nur Hand holen. Ja. Das kommt vor. Schon sehr intensiv auch sicher, so ja. Diese Kontakte. Ja. Schon intensiv, ja. Und es ist halt, man kennt es ja selber auch, man kriegt dann, man ist ja in einer Notlage, in einer Stresssituation, wenn man jetzt krank ist oder so, und dann kriegt man da was verzählt. Und dann geht man raus und denkt sich, boah, was war das jetzt genau? Ja. Und wenn man dann halt zum Beispiel auch nicht lesen kann oder so, und dann wird das halt schwierig, dann hat man von dem Aufklärungsbogen halt auch nichts. Und ja, da sind wir dann da und helfen. Großartige Arbeit, über die wir jetzt noch lange reden könnten. Wir müssen jetzt aber schon langsam zum Ende unserer Podcast-Folge kommen. Da möchten wir Ihnen noch eine Abschlussfrage stellen. Unser Podcast heißt ja der Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jetzt ist vieles von dem, was Sie uns erzählt haben, schon sehr inspirierend. Aber was inspiriert Sie denn persönlich in Ihrem Leben? Menschen im Prinzip. Das ist Menschen und wie sie sich verhalten, das ist eigentlich das, was mich inspiriert. Ansonsten, was denn, die interessieren mich für ganz viele Dinge. Ich bin gerne in der Natur, ich mache gerne und viel Sport, ich interessiere mich für mechanische Uhren. Ich mache sehr viel Musik, am liebsten live, weniger von Platte oder so. Ich mag Kunst, ich mag Bilder, malen. Schau Filme, mach gern nichts. Was und irgendwie das Leben an sich finde ich sehr, sehr inspirierend, wenn man es anschaut. Die meisten Leute kommen halt oft, oder sehr häufig kommt man halt nicht zum Leben, weil man immer was tun muss. Aber wenn man es einfach mal geschehen lässt, ist es eigentlich ganz inspirierend. Ja, einfach Dinge, die geschehen und das Interesse am Leben an sich, ja. Das ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, danke schön. Danke für Ihre Erzählungen, für das, was Sie uns da mitgegeben haben. Und danke auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, dass Sie heute bei uns sein können. Wie gesagt, ich finde es voll spannend, dass es sowas gibt. Das habe ich vorher nicht gewusst. Gar nicht gewusst, dass wir so nette Nachbarn haben. Ja, danke schön. Danke. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen, oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung. Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.